Spalten. Schlitz. Okay. Nun, auf nach Anderdorf. Der in etwa sichere Hafen mitten in den Terror von Anderwelt. Beute zu Grotze. Reise nach Riftklippe. Hallo Abenteurer. Hi. Hi Hexe, wie geht's? Alles paletti? Nicht wirklich, das TP-Trankgeschäft ist kein einfaches. Nicht seit die Wiederauffülltränke eingeführt wurden. Bitte findet heraus, wo diese Tränke herkommen und warum sie so billig sind. Kaufmann Saul weiß bestimmt etwas darüber. Der ist ein guter Mann. Betreib bitte etwas nach. Betriebsspionage für mich. Saul, hallo Abenteurer. Wie kann ich euch heute helfen? Wie ich sehe, habt ihr die Zahncreme immer noch nicht benutzt. Wir sind hier, um etwas über das Wiederauffüllen-Tränkegeschäft herauszufinden. Wer betreibt es? Der Wiederauffülltrank. Handel wird ausschließlich von Eistrollen betrieben. Sie stellen sie aus Steinen und Bergkräutern her. Die üblichen Zutaten. Lasst uns das Rezept zur Hexe bringen. Schweinebär. Nein, das will ich nicht. Oha. Ich mag diese Schweinebären irgendwo nicht. Schweinebärmann. Oh, kleiner Stein der Finsternis. Es scheint, als ob Eistrolle ihre Palette streng beschützen. Lasst uns gehen, bevor noch mehr Beschützer auftauchen. Auf nach Anderdorf. Mit einem Kampf hätte ich jetzt nicht gerechnet. Mo. Glatte 100 Schaden. Einmal fliegen. Da seid ihr, meine Abenteurer. Habt ihr etwas herausgefunden? Ja, Eistrolle führen das Geschäft. Und sie verteidigen ihre Marktanteile grausam. Und offenbar verkaufen die Schweinebären ihren zusätzlichen Schutzservice. Oh je, das geht also bis ganz nach oben, ja? Dann bleibe ich eben beim TP-Tränkegeschäft. Obwohl die rote Farbe langsam echt teuer wird. Die Eistrolle übernehmen viel Glück dabei. Okay. Nachdem ihr Muxoy besiegt hattet, wurden das Zwergenkaufhaus Teil von Anderdorf. In einem Meeting mit den Dorfältesten entscheiden wir, den alten Kerker einem nützlichen Zweck hinzuzufügen. Wir renovieren es zu seinem alten Glanz und eröffnen das größte Untergrundkaufhaus von Anderwelt. Ist euch der Baum da hinten schon mal aufgefallen? Mir schon. Da vorhin schon, aber... Na jetzt... Oh, da unten ist Nessie sogar. Oho. Unglücklicherweise wird es von herumwandelnden Monstern bewohnt. Könnt ihr diesen Räumungsbefehl den Kreaturen bringen, die ihr im Tempel verweilen? Schätze, die ihr dort findet, könnt ihr behalten. Nun, das klingt fair. Setzt die Quest fort. Oh, ein paar Gänse.
Okay, wir lassen das Papier einfach hier. Die Monster werden es finden und selbst lesen. Großartig! Zurück nach Anderdorf! Meldet euch beim Wirt. Reis nach Anderdorf. Ich danke euch für eure Hilfe. Die Monster werden es sicherlich beachten und woanders hinziehen. Ein Blatt Papier abzuliefern ist nicht so leicht, wie es scheint. Ja, das stimmt. Sehr wohl. Grüner Apfel. Doktor, ich werde hungrig vom dauernden Jagen. Bitte bringt mir ein paar Äpfel. Könnt ihr mir 6 Äpfel für meinen Fruchtsalat besorgen? Ich werde hier sitzen bleiben und warten. Auf nach Maislabyrinth. Ja, ich spiele hier schon 2 Stunden dran. Und ich werde jetzt noch so ein paar Nebenquests machen und dann werde ich das Finale einläuten, Leute. Ja. Das Finale. Eisigen Raum. Oh. Finden wir den Schlüssel. Ein Monsterwurf und auf einmal tauchen Kürbisse auf. Schon 5 grüne Äpfel bekommen, oha. So schnell geht das. Was für ein Heilaura, wow, schaut euch das an. Oh, mich hat gerade ein Gift betroffen. Und natürlich kriegen wir gleich Heilung. Taucht plötzlich auf und heilt uns. Echt jetzt? Was ist das für eine dicke grüne Wolke? So. Und Monster. Redet. Tauchen diese Monster auf. Drei grüne Äpfel. Aber ich will natürlich den Dungeon wieder abschließen. Letzten Raum näher verschwindet der Schlüssel. Ein Besen. Bei Tag 1126. Danke, ihr Jünglinge. Mögt ihr auch was abhaben? Salat ist köstlich und gesund. Rettet jemanden? Nee. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Finale über. Etwas, was ich schon machen wollte. Und zwar zum nekromantischen Nest. Schwarz, blau, grün, rot und weiß. Das sind die Farben, die den Tod bedeuten konnten. Und das wird jetzt die größte Herausforderung, die Helden jemals bekommen haben.
Legende. Ach. Ihr müsst die Drachen besiegen, um herauszufinden, ob die Legende wahr ist. Sollen wir fortfahren? Aber hallo. Okay, jetzt habe ich die falsch gesprochen. Oh. Naturwiderstand. Ich glaube, ich hätte noch ein paar Dings mehr kaufen sollen, aber naja. Egal. Super effizient gegen den grünen Drachen, okay. Und er ist tot. Dragon Slayer. Und jetzt kommt der Blaue dran. Der gegen Magie anscheinend etwas gewappneter ist. Vorsicht. Ich wollte eigentlich gar nicht wissen, was ich zuerst dachte. Ich dachte eigentlich, und ich hatte eigentlich vor, alle Drachen, die es gibt, in einem Kampf zu bekämpfen. Was sehr töricht eigentlich wäre, aber nun ja. Es könnte möglich sein. Ich weiß es nicht. Vielleicht geht das auch gar nicht. Und man kann wirklich nur jeden Drachen einzeln bekämpfen. Aber naja, mal gucken. Ich hau alle Effekte, die ich auf ihn draufhauen kann, einfach mal drauf. Victory, schon wieder. Und ein EP-Trank. Und jetzt kommt der Rote dran. Und deren Level steigt immer mit jedem, jeder Drache hat immer ein höheres Level.
hätte den Feuerball nutzen sollen. Und ist zudem immer stärker. Und das einzigste, was stärker ist als Mörderlegger, ist, als Mörderlegger, sind natürlich die Drachen. Haben sie irgendwo klar. Ups, falscher Skill, egal. Victory. Und jetzt kommt mein verhasster Drache. Der ist mir im Maislabyrinth mindestens dreimal begegnet. Und er hat meine Gruppe damals ziemlich runtergekloppt. Aber die waren auch noch auf Level 30 oder so. Und ich war doch noch nicht mal mit dem Dings fertig, mit dem schwarzen Magier. Super effizient. Der muss aber ganz schön viel Leben eigentlich haben. Bald besiegt. Aber nur bald. Und wenn ich mal wieder so still bin, ich bin gerade so in meiner taktischen Phase. Man sieht, er will nicht einfach so leicht aufgeben. Und er ist tot. Victory. Ihr habt es tatsächlich geschafft. Erinnert ihr euch an diesen Ort? Ist es My Kitchen? Profi-Tipp in deinem Haus. Mutti? Oh. Oha. Der wahre Endboss. Des Spiels.